Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist der letzte Donnerstag im Monat und das ist wieder Hörgenusszeit. Ich verlinke die Mädels vom Hörgenuss und die Playlist unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr sehen wollt, was meine anderen lieben BookTube-Kolleginnen heute für einen Hörgenuss hochladen. Wir haben im Juni ein Experiment gewagt und haben uns alle gemeinsam an eine neue Autorin rangemacht. Das klang jetzt gerade sehr strange, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir haben so ein bisschen rum überlegt, ob wir wieder gemeinsam ein Buch lesen oder ob wir vielleicht wirklich jetzt einfach mal einen Autor, eine Autorin nehmen, die noch keiner von uns kennt. Und wir haben uns für Nora Roberts entschieden. Dementsprechend ist das diesmal kein klassischer Hörgenuss, wo ich euch von einem Hörbuch vorschwärme, was gegebenenfalls auch ein Buch sein kann, sondern es geht um meine Entdeckung von Nora Roberts. Und zwar habe ich gelesen Mondblüte. Nein, ich habe gehört. Mondblüte. Ich packe euch das Cover natürlich hier auch zur Ansicht und die Infos zum Buch auch unten in der Infobox. Ja, ich habe recht lange rum überlegt, welches Buch ich mir von Nora Roberts heraussuche, habe mich dann für ein recht aktuelles Buch entschieden, was auch ein bisschen einen Fantasy-Aspekt hat, weil ich ja nicht ganz so die kitschige Liebesgeschichten-Leserin bin. Dafür ist gefühlt, glaube ich, auch Nora Roberts auch ein bisschen bekannt. Und das ist der Auftakt einer Trilogie, und zwar der Zauber der grünen Insel-Trilogie. Und der zweite Band wird jetzt auch schon im August erscheinen und es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine Ankündigung, wie der dritte heißen wird. Mein Problem ein bisschen bei dem Titel Mondblüte war, wenn ich mir das englische Original mit Awakening anschaue, dass ich das viel passender im Nachgang auch zu der Geschichte finde und ich mich wirklich frage, wie kommt man denn auf Mondblüte? Aber das ist einfach nur mein Geschmack. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr so diesen Titel findet. Es hat mich so ganz leicht ein bisschen abgeschreckt, aber das Cover wiederum fand ich tatsächlich ganz schön. Ja, ich habe mich also mit Nora Roberts ein wenig beschäftigt, hatte auch das ein oder andere Buch dann auf der Wunschliste und habe mich dann eben hier für diesen Fantasy-Roman im Grunde entschieden. Gesprochen wird er von Elena Wilms und es waren knapp 17,5 Stunden, also auch wirklich ein bisschen schöne Hörzeit. Und ich kann so viel sagen, für mich ist das Hörbuch leider kein kompletter Hörgenuss geworden. Aber ja, so viel schon mal dazu. Ich bin natürlich mega gespannt, was die anderen Mädels von Nora Roberts gehört haben. Bin da sehr neugierig, was mich da an der Abo-Liste heute dann auch erwartet. Und ja, bin natürlich auch gespannt, ob ihr schon was von Nora Roberts gelesen oder gehört habt. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir treffen in der Geschichte auf Green Kelly. Sie ist eine junge Lehrerin, ich würde irgendwie sagen, was Mitte, Ende 20, die aber keinen Spaß mehr an ihrem Job hat. Auch nicht an ihrem Leben. Sie ist unzufrieden mit sich selbst, hat auch nicht das beste Verhältnis zu ihrer Mutter und ist einfach in ihrem kompletten Leben sehr, sehr, sehr unglücklich und unzufrieden. Durch Zufall, als sie eines Tages bei ihrer Mutter, ich glaube, es war Blumen gießt und irgendwie Post verräumen, bei ihrer Mutter unterwegs ist, entdeckt sie ein Konto, was auf sie angemeldet ist, wo ihre Mutter als bevollmächtigt draufsteht und sieht, dass da relativ viel Geld angehäuft wurde. Denn sie hat hier scheinbar von ihrem Vater, der sie früh verlassen hat, also die Familie früh verlassen hat, sehr, sehr viel Geld bekommen. Er hat regelmäßig Einzahlungen vorgenommen, hat dann am Ende auch wirklich sehr viel Geld an sie überwiesen und das ist wirklich eine Summe, wo man denkt, ja, damit kann man jetzt ein neues Leben beginnen. Und sie nimmt dieses Geld, verstreitet sich auch ein bisschen mit ihrer Mutter und kündigt direkt ihren Job und möchte jetzt auf Reisen gehen. Sie möchte nach Irland reisen, das ist die Heimat ihres Vaters. Sie möchte ihre Wurzeln kennenlernen, möchte sehen, ob vielleicht ihr Vater dort auch irgendwie noch Bekannte, Familie hat, wie sich das irgendwie zusammentut. Und als sie dann mit ihrem besten Freund in das Cottage nach Irland reist, entdeckt sie ihre Leidenschaft und ihre Liebe auch zum Bloggen und eines Tages ist sie eben dann auch in diesem Cottage und trifft auf einen süßen Welpen, der sie in eine andere Welt entführt und dort trifft sie nicht nur auf einen attraktiven Mann, nein, auch auf Feen, Hexen und dunkle Magier und ja, das entführt uns dann eben ein bisschen in eine andere Welt als die unsrige. Ich fand die Idee wirklich super spannend. Also das Buch war so eins mit der ersten, was ich auf meiner Wunschliste hatte. Ich dachte wirklich, dieser Aspekt mit diesem Fantasy-Teil, das könnte was für mich sein. Mir hat die Idee sehr gut gefallen. Ich fand auch den Schreibstil von Nora Roberts wirklich mitreißend. Ich fand ihn wirklich auch sehr angenehm zu lesen. Er war sehr bildhaft, er war detailreich. Allerdings hat er, und das ist so einer meiner Kritikpunkte, sehr viele Wiederholungen. Also man hat das Gefühl, dass man manchmal in der Geschichte irgendwie wieder woanders an einem Punkt früher kommt, wo nochmal so Dinge erzählt werden und man
durchkaut sozusagen immer wieder die gleichen Themen, die gleichen Geschichten und man hat schon die ein oder andere Wiederholung drin, was ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schade fand. Zudem sorgt dann eben auch diese Wiederholungen für die ein oder andere Länge und man hat es ja schon an der Anzahl der Stunden der Hörzeit gemerkt. Ich glaube, dass der Geschichte tatsächlich 200 Seiten weniger gut getan hätte. Es hat sich manchmal schon ein bisschen gezogen, es ist manchmal lange nichts passiert und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich bin ja ein Freund von langen Büchern, von längeren Geschichten, von großartigen epischen Reihen, aber hier war es mir an mancher Stelle einfach zu viel. Ganz wunderbar wurde uns aber Irland dargestellt und auch gezeigt. Es war richtig schön, dort einzutauchen. Hier hat Nora Roberts wirklich wunderbaren Stil erwiesen, wie sie uns das Land näher bringt, das Cottage, die Menschen. Und man hat förmlich den Ort vor Augen. Man sitzt mit in diesem Cottage und man riecht auch förmlich die Luft, so wie ich mir das in Irland vorstelle. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Es werden auch Kleinigkeiten wirklich wunderbar in Szene gesetzt. Und das ist auch was ich sehr mag. Wenn man irgendwie Dinge wahrnimmt, die man wahrscheinlich auch erst wahrnehmen würde, wenn man länger an einem Ort wäre, aber dass uns das schon ein bisschen erzählt wurde. Es gibt auch einige Informationen zur irischen Mythologie und das ist so eine Geschichte auch voller Zauber und ich finde auch, dass diese Switche tatsächlich sehr gut gelingen, wann wir eben in unserer Welt sind, in der anderen, wenn eben auch was aus der Mythologie so ein bisschen erzählt wird. Ich fand, das hat Nora Roberts richtig, richtig gut gemacht. Die Charakterentwicklung von Breen hat mir auch gut gefallen, besonders die aufgestauten Gefühle und auch wie dann das Loslassen so geschieht, also wirklich auch das schlechte Verhältnis mit ihrer Mutter, die sie immer sehr klein gemacht hat, die ja immer eingeredet hat, dass das Wenigste ist eigentlich schon zu viel für sie und sie bekommt eben durch diese Reise Stärke und auch Mut und das fand ich tatsächlich sehr realistisch dargestellt und auch gezeigt und das hat mir auch wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ihre Mutter fand ich tatsächlich mehr als schrecklich und ich fand es wirklich gut, wie sie sich da von ihr selbstständig gemacht hat, losgelassen hat und dass wirklich uns das auch gezeigt wurde und es auch wirklich so eine logische Art war und wirklich nachvollziehbar war. Die Nebencharaktere fand ich auch ganz gut und auch spannend gezeichnet. Besonders Marco, der beste Freund, war wirklich super sympathisch. Allerdings waren die Nebencharaktere nicht ganz so bildhaft, nicht ganz so lebendig und auch mancher Dialog hat sich ein bisschen hölzern angefühlt, fand ich. Die Liebesgeschichte, die natürlich in einem Nora Roberts Roman wahrscheinlich nicht fehlen darf, hat mir gut gefallen. Es war aber schon, wie erwartet, an mancher Stelle sehr kitschig, hat mir aber dennoch ganz gut gefallen. Die Wiederholungen hatte ich schon angesprochen. Das ist natürlich wirklich was, was man beim Hören vielleicht gar nicht so extrem findet, weil man dann einfach auch mal 10 Minuten nicht so richtig hinhört oder das einem vielleicht auch gar nicht so stört. Ich glaube, beim Lesen hätte es mich definitiv mehr gestört. Aber man kam halt einfach in der Geschichte nicht so voran und ich glaube, ein paar weniger Stunden bzw. weniger Seiten hätten der Geschichte ganz gut getan. Ja, es war tatsächlich ganz gut, mit diesem Buch Nora Roberts kennenzulernen. Ich glaube, man bekommt einen ganz guten Eindruck. Ich glaube, um vielleicht ihre Fortschritte im Schreiben ein bisschen besser verfolgen zu können, macht es auch mal Sinn, was Älteres von ihr zu hören oder zu lesen. Vielleicht habt ihr da ja auch den ein oder anderen Buchtipp. Bin natürlich auch sehr gespannt, was die anderen Mädels gehört haben und was sie da empfehlen können. Ich werde hier auf jeden Fall den zweiten Band auch mal im Auge behalten und ich glaube gerade zum Hören im Sommer, wenn der im August kommt, dann ist das natürlich was, wo man sagt, ja, bei schönem Wetter irgendwo draußen sitzen, da kann man durchaus auch mal der ein oder anderen Wiederholung lauschen. Insgesamt aber wirklich eine tolle Entdeckung. Ich freue mich, dass ich Nora Roberts kennengelernt habe, auch durch die Mädels vom Hörgenuss, dass wir auf die Autorin gekommen sind. Und jetzt bin ich natürlich neugierig auf meine Abo-Liste, auf eure Tipps in den Kommentaren. Und fand es wirklich einen schönen Hörgenuss, wenn jetzt auch nicht die absolute Leseempfehlung. Aber ja, ich denke, das kann eben bei so einem Experiment durchaus auch mal vorkommen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.